waghalsige Sprünge, schnelle Kurven, enge Passagen. 14 anspruchsvolle Asphaltprüfungen im hügeligen Angelnland. Das kompakte Format der ADAC Wikinger Rallye, eine echte Herausforderung für Mensch und Maschine. Über 100 gemeldete Teilnehmer am absoluten Limit. Hier kann man überhaupt nicht cutten. Der Veranstalter hat hier in jeder Ecke so Balken reingestellt. Es ist trocken, es ist schönes Wetter, kommt uns also alles nicht so ganz entgegen, aber dennoch werden wir euch alles geben und schauen, dass wir so weit wie möglich nach vorne kommen. Der amtierende deutsche Rallye-Meister Sandro Wallenwein weiß, worauf es ankommt. Dicht auf den Fersen war beim Saisonauftaktsieg in der Pfalz jedoch schon sein Bruder Marc. Das Titelrennen, eine Familienangelegenheit. Das Ziel ist natürlich, dass die Namen am Ende auch noch ganz oben stehen, ganz klar, aber da haben viele andere natürlich auch was dagegen. Zum Beispiel Felix Herbold. In der Pfalz noch im Citroën ist der Vorjahressieger der Wikinger Rallye nun im Ford Fiesta unterwegs. Der Sponsor macht's möglich. Felix Herbold dankt mit einem tadellosen Auftritt am ersten Renntag und fährt gleich mal einen 40-Sekunden-Vorsprung heraus. Meine 4 WPs, 4 Bestzeiten sprechen, glaube ich, für sich. Jetzt im Dunkeln war es ein bisschen schwieriger. Auf der letzten WP gab es eine lange Pause nochmal vor der Prüfung. Unsere Reifen sind stark abgekühlt, deswegen mussten wir ein bisschen vorsichtiger machen, weil wir die einzigen waren mit harten Reifen und auf der Strecke. Da haben wir die erste Runde ein bisschen Zeit verloren, aber hinten raus ging es dafür vergleichbar wieder umso besser eigentlich. Also ich bin eigentlich zufrieden mit dem Tag soweit. Der Rennsamstag dann mit einem unveränderten Bild. Herbold weiter vorne baut seinen Vorsprung sogar auf über eine Minute aus. Pech dafür bei Sandro Wallenwein. Der Ausfall für den Schwaben in der 10. Wertungsprüfung. Hat einen klassischen Aufschriebfehler, eine Links 2, wo zugemacht hat. War einfach zu spät auf der Bremse und habe dann die Links nicht gesehen. Wir hatten da einen Anhaltspunkt, dann hatte ich zu spät gesehen und waren dann einfach viel zu schnell. Ein abgerissenes Rad machte die Weiterfahrt unmöglich und brachte neue Perspektiven für Verfolger Ruben Zeltner im 911er GT3. Das Streckenprofil keine Offenbarung für den Porsche. Dennoch rettete Zeltner einen knappen Vorsprung auf die Peugeots von Brian Madsen und Christian Jensen ins Ziel und erreichte damit den 3. Platz in der Gesamtwertung. Ja, wir haben uns so richtig haben wir uns, wie soll ich sagen, voll motiviert und für die letzte Schleife noch alles, wirklich für meine Verhältnisse alles gegeben. Und da haben wir noch ein richtig schönes Polster rausgefahren. Das hätte ich mir nicht gedacht, so dass wir das dann zum Schluss noch retten haben können. Das war richtig gut. Schneller war am Ende nur Felix Herbold mit insgesamt 9 WP-Bestzeiten und der zweitplatzierte Marc Wallenwein. Ja, sehr zufrieden, top. Alle Punkte mitgenommen, die wir mitnehmen konnten. Gegen Felix war kein Rankommen. Sehr zufrieden, Auto hat alles funktioniert, Team hat einen super Job gemacht. Und ja, als Lohn führen wir die Meisterschaft jetzt an und das wollen wir natürlich bis zum Ende nicht mehr abgeben. Am 13. und 14. April geht die Jagd nach Bestzeiten dann bei der ADAC Rallye Vogelsberg weiter.